Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pocket Time Schwarze Edition 2 in der Randomized Nuzlocke Challenge. Ja, seit dem letzten Mal ist einiges an Zeit vergangen und ich habe meine Pokémon natürlich ein bisschen trainiert in der Zeit. Einhorn auf Level 30, der hat unter anderem Vergeltung erlernt. Dann Kurg auf Level 30, da ist soweit alles geblieben. Dann Stormy auf 32, hat Brandstempel und Walzer, glaube ich. Nein, ich weiß, bei Walzer bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall auch neue Attacken erlernt. Dann Marie auf Level 30, da ist alles soweit geblieben, attackenmäßig. Alexander hat, soweit ich das in Erinnerung habe, jetzt Erholung dazu neu bekommen. Ich glaube, das war neu. Und dann haben wir Krebskopf im Team, aber halt nur vorläufig. Und zwar ist das hier unser offizieller VM-Sklave. Ja, habe ich jetzt auf normalem Weg gefangen, in der letzten Folge. Und ja, ich wollte eigentlich mir einen anderen VM-Sklaven suchen und habe gesehen, ey, ich habe mir Krebskopf gefangen, der perfekte VM-Sklave. Und ja, deswegen haben wir ihn gerade vorläufig im Team, da wir die Folge ihn noch brauchen werden. So, ich würde gerne an dem da vorbeigehen, ganz geschickt. Weil gegen den kann man öfter kämpfen, da das ein Züchter ist. Und ein Hyperball ist das hier. Das habe ich auch schon die ganze Zeit gefragt, was das hier für ein Item ist. So, ja, hier haben wir ja letztes Mal Krebskopf gefangen, ne, im Gras. Krass. Ein Krabums. Na gut. Ich finde ja gut, dass wir Krebskopf haben jetzt. Mein Krebskopf hätte ich jetzt ja auch auf normalen Wege als VM-Sklave einfach fangen dürfen, laut Regeln, ne, aber gut. So. Das sieht mir stark nach einem Trainer aus. Gucken, ob wir ausweichen können. Dann gehen wir erstmal auf dem Rückweg hin. Und das ist auch sehr geil hier, dass da oben rechts jetzt der Trainer in dem hohen Gras ist und so. Voll cool gemacht. Ich wollte nämlich erstmal hier gucken, was hier jetzt abgeht. Da ist eine Trainerin. So, und hier ist ein Netzball, okay. Was ist hier für ein Gebiet? Das ist der Hain der Täuschung. Ob es hier noch irgendwas Spezielles gibt? Da oben ist ein Forscher. Ah, hier gibt es noch mal so Stellen, wo man in Bäume rein kann, oder? Müssen wir mal drauf achten. Okay, aber sonst war es das ja schon wieder. Wir sprechen mal mit dem. Oh, hallo Trainer. Wie sehr hast du einen Pokédex? Für mich als Weltenbummler ist das Größte am Reisen, andere Leute zu begegnen, um mich mit ihnen auszutauschen. Oh, aber was ich fragen wollte. Kennst du zufällig ein Pokémon namens Zoroark? Ja. Beeindruckend. Wahrscheinlich hast du dich über Zoroark informiert, damit du nicht Opfer eines seiner Streichs wirst. Habe ich recht? Stimmt, wer anderem blind vertraut, muss mitunter einen Preis dafür zahlen. Aber das ist immer noch besser, als ein Leben im ständigen Zweifel zu führen. Aber das muss jeder selbst wissen. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Hier ein kleines Geschenk für dich. Standpauke, okay. Warum hat er jetzt von Zoroark erzählt? Zoroark ist ja... Vor gut 2 Jahren war dies das Revier von Zoroark. Es nutzt seine Fähigkeit Trugbild, um das Erscheinungsbild dieser Graslandschaft zu verändern und Menschen wie Pokémon an der Nase herumzuführen. Tja, hinter jedem Gesicht, so absurd es auch klingen mag, verbirgt sich eben auch ein Fünkchen Wahrheit. Man sollte nichts von vornherein als heiße Luft abtun. LOL. LOL. Das, unser Pokémon hier entwickelt, haben wir ja gefangen, entwickelt sich ja zu Zoroark. Was wir gerade nicht aktuell im Team haben. Haben wir ihm Spitznamen gegeben? Ja, ne, bestimmt. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, ey. Furchtbar. LOL. Das war einfach das Zoroark hier. Okay, dann kämpfen wir gegen dich. Dude. Servus. Ich drehe immer hier meine Runden. Ich werde dir einen Pokémon-Kampf liefern, der die Erde zum Beben bringen wird. Na, dann zeig mal. Oh Gott, ich glaube, da fehlen wirklich so ein paar Frames. Oh. Ich habe gedacht, das wäre eine Frau. Aber gut, lassen wir das. Oh, Noxi, hallo. Oh, Noxi muss mich bestimmt hassen, dass er da auf der Box vergammelt. Ach, Noxi. So, dann machen wir eine Keilklinge. Vergeltung wäre jetzt eine gute Attacke für ihn, ne? So, oh, Keilklinge läuft super. Ich soll sagen, da kriegt er gleich noch eine. Ja, schärf deine Klauen ruhig. Ich habe hier eine scharfe Klinge aus Kalk, die ich jetzt zerstören wird. Und ihr seht schon von Leveln her, bald ist es soweit, bald entwickeln sich unsere Dudes zum Team.
Unsere Starter. Unsere drei Starter einfach, es ist so krass. Ich hoffe, wir behalten das ganz lange bei, am besten für immer. Ich habe es nicht geschafft, die Erde erbeben zu lassen, so ein Mist. Jo, Pech, ne? Hättest du mit Erdbeben ja wirklich machen können. Hier, das gehört zur Grundausstattung eines Rangers. Nimm. Marina-Bär. Okay, cool. Ein paar Geschenke bekommen hier. Wir können mal gucken, was die Attacke kann. Das interessiert mich jetzt noch. Ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Egal. So, schauen wir mal. Schaufler fliegen. Standpauke. Gibt Gegnern mit einer nicht enden wollenden Standpauke was auf die Ohren und senkt dabei deren Spezialangriff. Wow. Nee, lass mal. Lass mal, Dude. So, du bist doch locker ein Trainer, oder? Hallo? Ja. Meine Trainerin diesmal wirklich. Wir sind ein perfekt eingespieltes Team. Gleich wirst du erfahren, was es heißt, ein Ranger zu sein. Okay, Dude. Mal schauen. Ja, das ist wirklich eine Frau. Die Melina. Oh, was hast du für ein Pokémon? What the fuck? Alter, ist das ein zugetrönte... What the fuck? So eine zugetrönte Kröte einfach. Oh Gott, ey. Es sind schon Premium-Pokémon dabei hier, ne? Unter anderem ist schon... Wasserring, ne? Schon... Was macht das? Ah, es wird, glaube ich, KP aufgenommen. Wasserring ist schon nice, ne? So ein kleines Überreste für zwischendurch, ne? So, mal gucken, was Kalklinge bringt. Also im Normalfall ja nicht, aber da ist so randomized ist der Typ. Ja, hier auch nicht, okay. Ich würde sagen, wir wechseln auch Einhorn dann ein. So, ein Volltreffer war das, ja. Ja, komm, bitte, ne? Da muss schon mit härteren Geschützen kommen. So, aber gut. Wechseln wir dich ein. Ich würde mal sagen, spontan zu Kuga. Unserem wirklichen Starter-Pokémon. So, ich weiß nicht, an was liegt, warum das so ein Tick langsamer läuft. Ich weiß nicht, warum. Aufruhr. Verursacht Aufruhr, okay. Muss man nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was Aufruhr kann. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht so herausfinden, glaube ich. So, machen wir mal einen Megasauger. Vielleicht bringt es ja doch was, ne? Nee. Man muss immer so herausfinden, was das für ein Typ ist, ne, der Gegner. Und Gestein bist du auf jeden Fall schon mal nicht. Wasser bist du auch nicht. Na gut, dann war es auch mit Kurga. Also, nicht wirklich, ne, aber... So, ich würde sagen... ja, probier das mit Stormy. Ganz klar. So. Let's go, Stormy, du schaffst es. So. Es hat keine Wirkung auf Stormy. Stormy. Na super. Muss man echt mal gucken, was danach. Also, was danach. Ich kann gerade nicht sprechen, Leute. Ich habe lange nichts mehr aufgenommen. Tatsächlich. Relativ lange nicht. 5 Tage habe ich gut nichts mehr aufgenommen. Ich muss danach mal schauen, was die Attacke kann. So, das wollte ich sagen. Und Brandstempel bringt einiges und sieht sehr episch aus. Ich habe die Attacke noch nicht benutzt. Sieht episch aus. Nochmal Brandstempel, bitte. Gefällt mir. So. Blubstrahl ist ganz okay. Bam. Alter. Das ist smashed. Sehr schön. Gut, damit hat Stormy nochmal ein Level mehr als alle anderen Pokémon. Aber gut. Das gleicht sich bestimmt bald wieder aus. So, und Einhorn erreicht Level 31. Sehr schön. Und wieder schön Geld kassieren. So, das war's auch hier mit dem Hain der Täuschung. Kennst du diese Beere? Eine Pierzef-Beere. Okay. Rangers verschenken Beeren. Müssen wir uns merken. Psst, spitz mal eben deine Ohren. Kannst du hören, wie die Pokémon und die Pflanzen leise ein- und ausatmen? Nee, kann ich nicht, ehrlich gesagt. Tut mir leid. So, gehen wir weiter. Und zwar haben wir noch dieses eine Gebiet. Oh, es ist Frühling geworden. Ja, Leute, wir sind im Frühling. Wow. Als ich das Spiel gestartet habe, war noch Winter. Aber gut, ignorieren wir das mal. Ja, cool, wir sind jetzt offiziell im Frühling angekommen. Von den Temperaturen hier gefühlt im Sommer. Aber, naja.
Jedem ist seine, ne? Zerschneider können wir auch jetzt einsetzen, ne? Sehr schön. Krebskorb. Nice. So, was haben wir denn hier? Ein Heilball, okay. Dieser Heilball bringt Folgendes, wenn man das Pokémon fängt und dann im Team hat direkt, ist es auch instant geheilt. Ja, das war's auch mit dem Effekt von dem Ball. Nicht so sonderlich spektakulär, aber gut. So, dann hier. Kleiner Krebs. Verschieb mal diesen riesen Gestein bitte, danke LG. So, was haben wir hier? Wilde Pokémon auf jeden Fall, eine Trainerin. Mal gucken, was du hast. Servus. Stadt-Pokémon oder Wald-Pokémon? Welche magst du lieber? Was gibt Stadt-Pokémon? Wahrscheinlich so Tauben. So, du hast ein Pokémon. Und so ein Kukmada. Ich glaube, das ist dieses Hörnchen, ne? Ja, genau. Wie heißen die Erdmenschen? Genau. Die erinnern mich an Erdmenschen. Ich denke mal, daran sind die auch angelehnt. Ich finde Erdmenschen einer der coolsten Tiere irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde Erdmenschen richtig cool. So, wenn man die immer so im Zoo sieht oder so, wie sie dann aus ihrem Tunnel gucken und dann so ganz aufrecht dastehen, so rechts und links schauen, das ist schon richtig cool. Ich keine Ahnung. Ich mag die. So, ich mag ja beide Sorten von Pokémon, aber Niederlagen mag ich nicht. Okay, irgendwas sowas stand da. So, ja, was war's jetzt hier schon oder was? Ah, noch ein Item. Gegenstoß. Ich glaube, Gegenstoß war ganz okay, oder? So, schauen wir mal nach. Nee, da nicht. Es kommen ja eine TM hier nach der anderen heute. Der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das... Was? Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Okay. Okay. Das heißt, nur Pokémon mit einer geringen Init könnten wir diese Attacke beibringen. So ein wildes Pokémon würde ich nochmal gerne hier sehen. Einfach mal so just for fun. Ob hier noch ein Legi ist. Ist ja das Legi-Gebiet schlechthin hier, finde ich. Es kommt einfach gar kein Pokémon. Auch okay. Ah. Dann zeig mal her. What? Oh nein, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ein Milotic und ein Valreise. Ich hätte beide Pokémon ultra gerne. Ach man. Aber hey, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe hier einen Rayquaza bekommen. Ich darf mich nicht beschweren. Aber Milotic und Valreise ist schon Premium. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Ja, dann war's das hier, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das war's dann mit dem Gebiet hier komplett. Ja, da ist immer noch kaputt. Dort können wir uns übrigens einen Carpador, so wie ich das weiß, kaufen. Gibt's ja in jeder Edition irgendwie. Wo wir uns ein schönes Gyarados draus machen könnten, aber momentan wäre nicht der Bedarf dafür. Da wir Einhorn haben, also brauchen wir kein Gyarados. Und Drachenattackenmäßig sind wir auch ausgestattet mit Rayquaza. Ja, Gyarados bräuchten wir echt nicht. Aber gut zu merken auf jeden Fall. So, wir können jetzt storytechnisch weitermachen. Und zwar haben wir hier schon was gesehen, dass da irgendwas Besonderes ist. Ich gehe gerade mal ins Pokémon Center, heil meine Pokémon und dann geht's weiter. So. Diese Musik ist immer so entspannt. So. So. Ja, schon ein Premium-Service hier, ne? Wir kriegen einfach unsere Pokémon komplett geheilt und das umsonst. Irgendwie würde ich es voll legitim finden, wenn die, keine Ahnung, so 10 Poké-Dollar oder 5 Poké-Dollar für verlangen würden oder so, keine Ahnung. Wäre ganz legitim irgendwie. Na gut. So. Gehen wir weiter hier in der Story. Ich bin hin. Einer der Metromeister. Hier in der Weichenstation fährt die U-Bahn los, in der ich, wie sollte es auch anders sein, Pokémon-Kämpfe austrage. Bist du? Mein Name ist Herr. Meines Zeichens Metromeister. Meine Pension ist der Doppelkampf. Mir gefallen die Pokémon-Zweier-Kombos. Was geht bei dir? Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn? Dort kann man mal restenslos Pokémon-Kämpfe austragen. Als ich dort meine Kräfte messen wollte, waren doch tatsächlich auf einmal die Metromeister.
Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer in der gesamten Weichenstation. Und das Beste ist, sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte. Okay. Danke, ich heiße übrigens Rosie. Auf dass wir ein schlagkräftiges Duo abgeben, das selbst ihr Metromeister bezwingen kann. Rosie ist übrigens das Mädchen, das wir spielen könnten, wenn wir uns halt als Mädchen entscheiden würden. An einem Ort wie diesem Pokémon-Kämpfe Aussagen mag ungewöhnlich sein, aber wie es scheint, Phyllis das Schicksal ebenso. Immerhin öffnet es einem das ganz neue Perspektiven und lernt. Lernen kann man dabei auch noch was. Also, hier, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Betriebsregeln beachten, alles sicher durch den Verkehr bringen. Das Ziel ist der Sieg, wir starten jetzt durch. Oh shit! Und das ist unser erster Doppelkampf, oder? Wir haben 2 Pokémon. Oh Gott, was gucken, was wir haben. Ein Kronivild und ein Perluo. Kronivild haben wir schon mal gesehen. Ist übrigens kein legendäres Pokémon. Okay. Und was hat sie? Ach. Ein Zwotruin, unser Einhorn, hat sie quasi. Okay. Na dann. Scheint nicht randomized zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, aber vielleicht ist das, hat sie auch einfach den Starter fest und ja. Also unser erster, übrigens Doppeltrainerkampf, ne? Einen normalen Kampf hatten wir ja schon. Wir hatten auch schon einen Trainerkampf mit unserem Rivalen, aber so gegen Trainer hatten wir noch keinen Doppelkampf, oder? Oder ehe ich mich gerade komplett? Na gut, egal. So, auf jeden Fall hat Marie einiges an Schaden gerade bekommen. Einiges. Voll krass. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall die nächste Attacke ein und das ist Biss. Und ich hoffe, das trifft gut. Ja, sehr gut sogar. Und du bringst es zu Ende mit Zornklinge. Sehr schön. Ja, damit hätten wir es, ne? Der Kampf ging sehr gut. Ich habe gedacht, die haben ein bisschen mehr Pokémon als nur eins. Schade eigentlich. So. Bravo. Damit hast du demonstriert, was für ein brillanter, fantasievoller Trainer du bist. Aber lass mich dir noch eins mit auf den Weg geben. Jemand wie du solltest sich mit dem Sieg nicht begnügen und höhere Ziele anstreben. Ich bin höher. Hin und ich, wir haben verloren. Warum? Weil unsere Gegner einfach bombastisch gut waren. Um nicht zu sagen, unschlagbar. Dein Talent als Trainer ist atemberaubend. Wow, und schön Kohle bekommen. So muss das. Bravo, ihr und eure Pokémon, ihr bildet einfach ein atemberaubendes Gespann. Ich heiße Hör. Ich habe zwar gegen den Dieb verloren, mich aber dennoch prächtig amüsiert. Komm, rück mal wieder. Warum sagt die ganze Zeit, ich bin her? Ich habe schon verstanden, wie er heißt. Du musst unbedingt mal auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In dem Sinne, also ansteigen und Türen schließen, der Zug fährt ab. Und nächstes Mal haben die ja auch andere Pokémon, das bleibt ja nicht fest. Mal gucken, was sie nächstes Mal haben. Puh, sie sind stark. Sie sind eben nicht umsonst Metromeister. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter trainieren, um irgendwann noch einmal gegen sie zu kämpfen. Dann auch gerne, ohne dass sie sich dabei zurückhalten. Vielen Dank, Mystery. Hier ein kleines Geschenk für dich. Als Zeichen meiner Verbundenheit. Was ist das denn jetzt schon wieder? Eine Kampfkamera. Mensch, Mystery, bist du so blind? Mit Hilfe der Kampfkamera kannst du übrigens Kämpfe mit deinen Freunden oder auch Kämpfe in der Metro aufzeichnen. Wie dem auch sein, Mystery. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zusammen zu kämpfen. Ich hoffe, wir haben dazu bald mal wieder Gelegenheit. Mach's gut. Schauen wir uns mal kurz noch an. Sieht ja ganz fresh aus. Ah. Okay. Es sieht sehr fresh aus. Das finde ich voll geil, wie man hier laufen kann. Voll cool. Die Kampfmetro, wie der Name schon sagt, treten in dieser U-Bahn Trainer zum Kämpfen an. Okay, ich habe gedacht schon, du willst gegen mich kämpfen. Ja, sowas können wir dann auf jeden Fall nochmal machen. Ist das ein PC? Okay. Können wir auf jeden Fall gerne mal machen. Nicht mehr in der Folge und ich muss mal gucken, was wir auf der anderen Route noch zu machen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in Rayono City im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.